Wir dürfen Ihnen heute eine kleine, aber feine Rangierlok von ESO vorstellen. Die V60 der Deutschen Bundesbahn in Spurgröße H0. ESO verspricht, dass in dieser Lok neben den bekannten Features wie Rauch, Loksound, Powerpack, Kurven und Weichensensoren erstmalig eine digitale Rangierkupplung eingebaut sein wird. Die weitgehend aus Metall gefertigte Lok soll sich somit perfekt zum Rangieren eignen. Wir sind also gespannt. Bevor wir Ihnen das Modell in allen Einzelheiten vorstellen, zuvor ein paar Infos zur Geschichte. Die Deutsche Bundesbahn hatte nach ihrer Gründung einen Mangel an kleinen Rangierlokomotiven. Daher wurde ab 1951 eine Diesel-Rangierlok entwickelt, an deren Bau und Entwicklung fast alle namhaften Lokomotivfabriken beteiligt waren. Die neue Baureihe wurde als V60 bezeichnet. 1955 wurden die ersten Vorauslokomotiven, die V60 001 bis 004, von Krupp, Krauss-Maffei, Mack und Henschel abgeliefert, die über verschiedene Motoren verfügten. Noch 1955 wurden dann die ersten 275 Serienloks in Auftrag gegeben. Parallel zum Serienbau lief noch einige Zeit ein umfangreiches Vergleichsprogramm mit alternativen Motoren und Getrieben in den Lokomotiven V60 011 bis 049. Nach rund 25 Jahren dachte die DB über eine Ablösung der V60 nach. 1982 wurden mehrere Typen von Rangierloks als Baureihe 259 erprobt, die die Nachfolge der V60 übernehmen sollten. Es kam jedoch zu keiner Entscheidung, die altbewährte V60 war einfach nicht so leicht zu ersetzen. So wurde sie 1987 als Kleinlok eingestuft und trug die Baureihenbezeichnung 360 bzw. 361 und erfuhr eine Reihe von Modernisierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Einbau von besseren Motoren. Und fast alle Maschinen bekamen eine Funkfernsteuerung. Vereinzelt kann man heute noch einige Exemplare beim Rangieren beobachten. Kommen wir jetzt zur Vorstellung des Modells der V60 von ESO. Die Baureihenbezeichnung ist 365, die Artikelnummer ist die 31062 und diese Lok kommt in Digitalausführung. ESO hat diese Maschine in der Engineering Edition produziert, das heißt, das ist ein Modell mit digitalen Funktionen. Und der Modellbahnshop Lippe-Preis ist 359 Euro. Ja, liebe Modellbahnfreunde, die Verpackung ist bei ESO hier ein kleiner Hingucker und das müssen wir Ihnen am Anfang erstmal wirklich zeigen, dass diese Verpackung auch wirklich der Engineering Edition entspricht. Und zwar folgendermaßen, Sie haben hier vorn als Titel, hier fehlen eigentlich nur noch die Maße, im Grunde genommen eine Konstruktionszeichnung der Lokomotive, sieht sehr technisch und auch sehr hochwertig aus, auch ringsherum sehr stabil und auch wirklich klappert nichts. Da kann man wackeln, wie man will, es klappert nichts. Und jetzt kommt der kleine Clou, man kann den Deckel erstmal aufklappen. Und was sehen wir? Wir sehen hier oben schon nochmal die technische Beschreibung der Maschine, einschließlich des Lieferumfanges, ein paar technische Details mit Loksound und so weiter und auch hier schon ein paar Funktionsbilder dieser Lokomotive, was man hier findet. Dieses Bild steht für Metallausführung. Hier sieht man auch den Rauchgenerator, den Auspuff sozusagen auf dem Dach und hier unten ein paar kleine Bilder von den verschiedenen Ausführungen der Maschine mit dieser elektronischen Kupplung, die wir Ihnen dann noch vorstellen wollen. Und natürlich hier drin, ich hoffe, man sieht es auch wunderbar an der Kamera, etwas in Chrom gefasst und in Dunkel abgesetzt, die Maschine drin liegen. Jetzt werden sich viele fragen, warum so eine große Verpackung für so eine kleine Lokomotive? Und das zeigen wir Ihnen gleich. Die Verpackung wird an der Seite geöffnet, ist relativ einfach, kommt auch sehr leicht aus der Verpackung raus. Und jetzt sehen wir schon beim näheren Hinschauen, warum die Verpackung so groß sein muss. Hier oben sind Fächer mit den Zurüstteilen in entsprechende Tütchen und an der linken Seite eine Pipette für das Rauchdestillat und unten ist noch ein kleiner Imbusschlüssel drin, nehme ich jetzt nicht raus, ist etwas zu kompliziert.
wo man die Lokomotive von der festen Verpackung lösen kann. Und Sie sehen auch hier ringsrum in einem weichen, schönen Moosgummi eingepackt und die Maschine ist freistehend ringsrum. Das heißt also, hier kann nichts quengen oder irgendwelche Verpackungsteile, irgendwas verbiegen oder kaputt machen. Das ist ESO wirklich sehr gut gelungen, hier hat man auch wirklich mal nachgedacht. Also auch hier ein Pluspunkt. Und das Herausnehmen erfolgt wie, als wenn ich einen Schub öffne. Ich kann die Maschine hier ganz leicht herausziehen, lege die Verpackung hin und schon habe ich die Maschine freistehend vor mir. So, und hier unten, nicht brauchen keine Angst haben, jetzt passiert nichts. Hier ist dann die Imbusschraube, wo ich dann mit dem entsprechenden beigelegten Imbusschlüssel die Lokomotive von dieser etwas stabilen Verpackung lösen kann und ich kann die Maschine schon aufs Gleis setzen. Kommen wir jetzt zur äußeren Bewertung des Modells. Hier haben wir auch sehr genau hingeschaut. Die Lokomotive kommt in der Ausführung der Epoche 5 der DB Cargo und trägt die Betriebsnummer 365-638-2. Die dreiachsige V60 punktet mit einer hohen Detaillierung und angesetzten Details wie freistehende Griff- oder Umlaufstangen sowie der vorbildgerechten Ausführung des Führerhausdaches. Die angesetzte, wie im Original, automatische Kupplung fehlt ebenfalls nicht. Das Modell hat auch Federpuffer. Der Führerstand ist komplett nachgebildet und gestattet einen freien Durchblick durch die Kabine. Ein Lokführer ist auch schon drin. Die Bedruckung ist sauber und trennscharf ausgeführt. Angebaute Leitungen wie Brems-, Öl- oder Steuerleitung sind sehr filigran und freistehend angebracht. Das Modell ist mit 15 Soundfunktionen ausgerüstet und wir bringen Ihnen ein paar kleine Beispiele davon. Sound. Signalhorn hoch. Signalhorn tief. Handbremse anlegen. Glocke. Lokbremse lösen. Zugbremse lösen. Lichtfunktionen sind ebenfalls vorhanden, wie das Dreispitz-Lichtsignal vorn und hinten, je nach Fahrtrichtung und abschaltbar, sowie ein Schlusslicht. Das Licht wird beim Ein- und Ausschalten gedimmt. Dann gibt es noch eine Führerstandsbeleuchtung. Und jetzt kommt der Knaller, es gibt auch eine Armaturenbrettbeleuchtung. Jetzt noch einmal die Maschine fahrend mit Sound und anhalten mit Bremsgeräusch. Das Rangieren mit der V60 kann vorbildgerecht ausgeführt werden. Mit dem Auslösen der entsprechenden digitalen Funktion drückt die Lok dann wenige Millimeter an den Wagen heran, um den Kupplungshaken abzusenken. Jetzt kann man eventuell noch mit abgebügelten Kupplungshaken den Zug vor sich in die richtige Position schieben.
Erst nach der erneuten Betätigung der entsprechenden Funktionstaste hebt der Kupplungshaken wieder an. Diese Technik funktioniert fahrtrichtungsabhängig. Das Gewicht der Maschine, das gehört ja dazu, wir haben sie gewogen, die dann später für unseren Zugkrafttest wichtig wird. Die Maschine wiegt 175 Gramm. Und was auch sehr schön gemacht und durchdacht ist von ESO, der Verpackung liegt ein Mittelschleifer bei, sodass die Maschine umrüstbar ist auf das Motorola-System, also sprich Wechselstromsystem. Auch hier eine sehr gute Lösung, dass also auch nicht nur die Zweileiter, sondern auch die Dreileiter-Benutzer diese Maschine fahren können. Weiterhin ist die Maschine mit einem oder kann mit einem Weichensensor ausgerüstet sein. Das sind diese kleinen Bügel, die in der Verpackung beiliegen, um das Weichenquietschen beim Durchfahren entsprechend nachzubilden. Und die Maschine hat einen Rauchgenerator getaktet. Für diejenigen, die mit dem Wort Rauchgenerator getaktet nichts anfangen können, hier die kurze Erklärung dazu. Auch das gehört zu der Ausstattung des ESO Engineering Modell, das hier wie im Original die Nachbildung der Abgasfahne erreicht wird. Das heißt, sie ist je nach Geschwindigkeit zu regeln, sodass bei Lastanfahrt durchaus mal auch eine Rauchwolke über der Maschine stehen kann, nimmt dann nach Geschwindigkeitserhöhung wieder ab. Alles in allem eine sehr stimmige, gut proportionierte Lok. Die V60 hat einen Haftreifen, Zurüstteile für diese Lok sind der Verpackung beigelegt. Äußere Bewertung von unserer Seite passt wirklich zum ein Engineering-Modell. Also hier Hut ab, dieses Modell ist in der äußerlichen Bewertung einwandfrei gelungen. So, wir haben das Gehäuse bei der Maschine mal abgenommen und auch mal drunter zu schauen, was ESO da sozusagen dem Modellbahn beschert. Es ist eine sehr saubere, ordentliche Verarbeitung und wir gehen mal in einer kurzen Reihenfolge durch, was man auf dem Bild sieht. Das graue Teil hier vorne, einschließlich mit diesem Rohr drauf, mit diesem kleinen Rohr, ist der getaktete Rauchgenerator. Sehr schön gelöst, auch unter diesem Rauchgenerator angebracht, der kleine Lautsprecher für den Sound. Der liegt genau drunter. Dann haben wir unter dem Führerstand angebracht, auch sehr sauber verarbeitet und eingebaut, den Digitaldecoder. Was man hier oben rausragen sieht, ist die Innenbeleuchtung, die Kabinenbeleuchtung für die Lokomotive. Und da sind wir schon bei der Kabine mit dem komplett nachgebildeten Führerstand und natürlich auch der Lokomotivführer. Und die beiden Kondensatoren, für die technisch Versierten ist das schon klar, was das bedeutet. Das ist das Powerpack, das heißt, diese Kondensatoren versorgen die Lokomotive bei kleinen Spannungsabfällen bzw. stromlosen Abschnitten auf ihrer Anlage die Lok mit Strom, sodass sie ohne zu murren und zu zucken auch über schwierige Weichenabschnitte fährt. Ja, so sieht das also aus. Auch hier eine sehr saubere und ordentliche Verarbeitung. Dann kommt natürlich noch was dazu. Die Maschine hat zum Antrieb einen Glockenankermotor. Der Antrieb erfolgt dann über Kuppelstangen auf alle drei Achsen. Den Pufferkondensator hatte ich gerade erwähnt. Und der Sound dieser Maschine ausgerüstet mit dem ESO Sound V.40M4. Und man höre und staune, es ist auch ein Railcom Plus eingebaut. Das heißt, eine automatische Rückmeldung der Maschine entsprechend auf verschiedenen Gleisabschnitten. Die meldet sich also wieder selber an. Ja, das sieht also erstmal auch hier ganz vernünftig aus. Und das sind die wesentlichsten Ausrüstungsmerkmale dieser Lokomotive. Und wir werden jetzt das Gehäuse wieder aufsetzen und uns erstmal die Fahreigenschaften anschauen. So, schauen wir uns jetzt mal, nachdem wir so viel Theorie über diese Maschine Ihnen erzählt haben, liebe Modellbahnfreunde, die Fahreigenschaften an. Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir haben unsere Lokomotive aufs Gleis gesetzt und wollen jetzt mal die langsame Anfahrgeschwindigkeit dieser Lokomotive sehen und überprüfen, wie das funktioniert. Wir fahren jetzt mal in der kleinstmöglichsten Stufe los
Und Sie sehen, ruckfrei und eine extrem langsame Geschwindigkeit. Ja, das Verursacherprinzip ist ganz schnell erkannt. Das ist der Glockenankermotor, der A. Wir werden es auch gleich wahrscheinlich bei den nächsten Geschwindigkeiten hören. Eine sehr leise Geräuschentwicklung hat oder fast gar keine Geräuschentwicklung hat. Und er ist auch dafür verantwortlich, dass die Maschinen einen sehr schönen Langsamlauf haben. So, jetzt haben wir sie langsam genug fahren gelassen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sie die Geschwindigkeitsänderung annimmt. Jetzt kommt sie wieder ins Bild gefahren. Sie läuft also auch sehr sauber an. Wir erhöhen mal ein bisschen die Geschwindigkeit. Achten dabei mal auf die Geräuschentwicklung. Ein wunderschöner Lauf der Maschine. Sehr ruhig. Eigentlich nur die Rollgeräusche und die Resonanzgeräusche unserer Platte zu hören. So. Und nach der nächsten Runde halten wir die Maschine dann nochmal an. Jetzt wollen wir natürlich noch was anderes überprüfen. Wir wollen mal schauen, was bei Lokomotiven mit Stangenantrieb immer sehr wichtig ist, ob die Maschine auch diese Schaukelbewegung hat oder ob sie sehr sauber läuft. Wir werden es gleich sehen. Wir fahren die Maschine mal in Position. So, zu den Fahreigenschaften gehört auch noch, liebe Modellbahnfreunde, zu prüfen, ob diese Maschine, wie sagt man so schön, watschelt. Das ist eine Stangenlokomotive und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir setzen die Maschine wieder in Bewegung. Auch hier nochmal diese sehr schöne Langsamfahreigenschaften, fährt sehr ruhig an. Und Sie sehen jetzt auch zum Beispiel ganz deutlich, dass die Maschine trotz Stangenantrieb nicht diesen sogenannten Watschelgang macht. Wir fahren mal ein bisschen schneller, gucken nochmal auf unsere Anlage. Jetzt erscheint sie wieder im Bild, jetzt kommt sie in die Kurve mit etwas höherer Geschwindigkeit. Und wir schauen uns jetzt nochmal in der Ebene genau an, ob die Maschine kippelt. Nein, sie macht es nicht. Also auch hier ist den Ingenieuren, den Konstrukteuren bei ESO wirklich der Wurf gelungen. Die Maschine läuft sehr, sehr sauber und wie gesagt, hat nicht diesen Watschelgang. So, kommen wir jetzt zu unserem Geschwindigkeitstest. Da diese V60 von ESO in Digitalausführung ist, können wir mit unserer Z21 auch digital fahren und auch gleichzeitig die Programmierung der Lok überprüfen. Und zwar im geringstmöglichsten Geschwindigkeit, in der mittleren und der Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, das sind die Fahrstufen 10, 64 und 128. Wir fahren in der geringstmöglichsten Geschwindigkeit jetzt los in der Fahrstufe 10 und ermitteln die Geschwindigkeit in diesem Bereich. Die Maschine rollt sauber an, fährt sehr schön langsam, gleichmäßig durch, können wir nochmal schön demonstrieren. Und sie hat eine Höchstgeschwindigkeit in dem Bereich von 3,3 km/h. Das ist also geringer, als ein Mensch sich bewegt. Kommen wir jetzt in die Fahrstufe 64. Und es wird eine Geschwindigkeit von 19,8 km/h erreicht, was also einer Rangierwolk absolut würdig ist. Und wir messen jetzt die Höchstgeschwindigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 77 km/h erreicht. Da liegt sie etwas drüber über der Geschwindigkeit, die sie normalerweise fährt. Die ist mit 65 km/h angegeben, liegt aber noch im Toleranzbereich. So, für die ganz genauen Modellbahner hier der Hinweis wieder, in der CV5 können Sie natürlich dann diesen Geschwindigkeitsfehler nochmals korrigieren, sodass die Lok tatsächlich ihre Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h hält. Aber alles in allem, der Geschwindigkeitstoleranzbereich ist eingehalten. So, kommen wir jetzt zu unserem nächsten Prüfpunkt in unserer Produktvorstellung, der V60 von ESO, der Zugkrafttest. Und das ist ja immer das Entscheidende,
was kann diese Maschine ziehen? Wir hatten ja festgestellt, wir haben sie bereits gewogen, dass diese Maschine genau 175 Gramm wiegt, ist also nicht unbedingt ein Schwergewicht, auch kein Wunder, wo soll es denn herkommen bei der Kürze der Maschine, aber ich denke, das ist ganz ordentlich. 175 Gramm Gesamtgewicht der Lokomotive und wir ziehen jetzt ein Gewicht von 10 Gramm an und das sollte sie eigentlich packen. Jawohl. 10 Gramm ist für diese Lokomotive kein Problem. So, das Zuggewicht haben wir jetzt auf 15 Gramm erhöht. 15 Gramm am Zughaken. Und wie erwartet, macht die Maschine das noch? Ich möchte noch mal betonen, sie hat nur einen Haftreifen. Also 15 Gramm, völlig in Ordnung. So, dann machen wir mal was ganz Ungewöhnliches. Es ist eine Rangierlokomotive. 15 Gramm hat sie in der Ebene gezogen. Wir verdoppeln jetzt das Anhängegewicht nochmal um 15 Gramm, sodass wir 30 Gramm am Zughaken haben. Und gucken wir mal, was sie damit macht. Und auch hier, ohne zu murren, 30 Gramm Gewicht am Haken. Das lässt uns hoffen. So, wir haben das Zuggewicht wieder erhöht. Nicht, wie Sie denken, wie vorhin, um das Doppelte. So gemein wollen wir jetzt nicht sein. Wir haben nochmal 5 Gramm zugelegt, sodass jetzt 35 Gramm am Zughaken hängen. Und wollen wir mal gucken, was er macht. Sie haben gesehen, beim Anfahren und auch beim Weiterfahren, das erstaunt jetzt schon, 35 Gramm. Sind so ein bisschen schon Schleuderneigung zu sehen. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Knackpunkt der Maschine. 35 Gramm hatte sie noch gezogen mit leichter Neigung zum Schleudern. Aber immerhin, sie hat es noch. Jetzt haben wir nochmal 5 Gramm zugelegt und sind bei 40 Gramm Gewicht, die am Zughaken hängen. Und wollen wir mal sehen, was er macht. Sie sehen, die Räder drehen auf der Stelle. Sie versucht zwar, aber 40 Gramm sind zu viel. Also Fazit, 35 Gramm ist die Grenzlast. Kommen wir zur Zusammenfassung unserer V60 und den Dingen, die wir für Sie getestet haben, liebe Zuschauer. Das Engineering-Modell von ESO verspricht auch das, was es in diesem Karton hatte. Ich zeige es Ihnen noch mal gern. Es ist das Modell, was man eigentlich wirklich als Überraschung von ESO bezeichnen kann. Die Maschine ist sehr sauber verarbeitet, sehr gut detailliert, sehr benutzerfreundlich aufgebaut. Mit 4 Schrauben löst man das Gehäuse vom Fahrgestell. Also auch das ist eine wunderbare Geschichte. Man kommt ohne Probleme an das Innenleben dieser Lokomotive. Und damit verdient sie auch ein gewisses Maß an Benutzerfreundlichkeit. Hervorragend sind auch die digitalen Fahreigenschaften dieser Lokomotive. Sie fährt sehr sauber, sehr langsam an mit 3,3 km/h. Das ist schon eine tolle Leistung, was ihr auch ihrem Glockenankermotor verdankt, der also wirklich sehr super läuft und auch diese Fahreigenschaften auf die Schiene bringt. Die restlichen Digitaleigenschaften wie Sound, wie Geräusche wie der Rauchgenerator und so weiter und natürlich auch die sehr filigrane Kupplung, mit der man also sehr wunderbar spielen, aber auch fahren kann und auf der Anlage auch sehr vorbildgerecht arbeiten kann, beeindruckt sehr, funktioniert sehr ordentlich, alles in allem an dieser Stelle eine sehr gelungene Maschine, die auch ihren Preis wirklich rechtfertigt. Also von uns, ESO-Maschine V60 ist eine tolle Lok.